Ach, ich schlachte jetzt nicht jede Kuhzähne, na komm. Lass mal sie lieber leben. Und gehen wir zur Sumpfhütte, die ist nämlich tausendmal interessanter. Wo es ja auch Blumentöpfe geben soll mit Pilzen. Sehr, sehr interessant. Die ist ja so ins Wasser gemacht. Jetzt haben wir Tag, jetzt kommen ja keine Hexen mehr her. Ach, ich will die eigentlich gar nicht so verunstalten mit dem Cobblestone. Ach ja, ein Kessel. Und ein Pilz. Und wo sollen jetzt hier Hexen spawnen? Wie wissen die Hexen, dass sie hier spawnen sollen? Würde ich ja am liebsten nochmal warten, bis es Nacht ist. Und wie weit sind wir jetzt noch von zu Hause weg? Minus 1175. Ja. Na, ich denke mal, wir machen uns nochmal ein Schwert. Oder zwei. Oder eins. Ne, wir können da eins machen. Ach, ey, wir sind wieder zugeballert. Das gibt's doch nicht. Die Spitzhacke kann man nur noch 7-mal verwenden. Das ist ja schlimm. Ach, die Holzhacke kann man nur 59-mal verwenden. Nicht 65-mal. Wusste ich gar nicht. Ne, 60-mal. Nicht 65. Ist ja schlimm. So, vielleicht können wir ja noch einen kleinen Ofen machen. Nur mit 5 Pflastersteinen wird es nichts. Wieder wegen hier, gell? Hätte man die da gelassen, wäre es gut gewesen. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich hole mir mal ein paar Kühe. Wir könnten eigentlich auch das Spinnenauge essen. Habe ich noch nie so gemacht. Weil ich weiß nicht, ob wir noch ein Spinnenauge finden werden. Na gut, wenn die Hexen... Wenn wir da noch eine Hexe finden... Wie spät ist es jetzt? Geht die unter? Man sieht das bei den HD-Texture-Pack immer nicht. Sieht man immer nur bei normalen Texture-Pack. So, und dann du noch. Mensch, die ganzen Kühe, da können wir ruhig ein paar mitnehmen. Ohne schlechtes Gewissen. Wir könnten sie dann natürlich auch alle mit nach Hause nehmen, ja, mit Weizen. Oh, weißt du, wie ewig das dauert? Das tue ich mir doch nicht an. So, da vorne sind noch 4. Ich denke mal, die lassen mal leben. Zumindest 3. Und das Schwein kann ich jetzt nicht mehr umbringen. Rindfleisch haben wir jetzt 21. Aber wir haben noch 50 Karotten. Und ein Spinnenauge. So, 2 Sekunden noch. So, mal wenigstens wieder, können wir wenigstens wieder rennen. Ich meine, das ist ja die Hauptsache. So, ich könnte aber jetzt mal einen Ofen machen. So langsam. Ach komm, ey, ich muss gleich eine Holzspitzhacke machen. Nur wegen dem Ofen. Ah ne, wir haben ja noch 5. Ich würde sagen, wo bauen wir nochmal 5 ab? Ich würde sagen, ach, das Lehm. Wusste ich gar nicht. Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal einen ab. Mensch, jetzt finde ich keine Cobblestones. Ist ärgerlich. Naja, da müssen wir wohl wie in alten Zeiten uns einfach mal runtergraben. So. So, kaputt ist er und ich denke mal, wir gehen mit Erde hoch. Oder füllen hier noch Erde hin. Und dann 3 Sand, reicht das? Na komm, machen wir mal. Merkt ja eh keiner. So, ich hoffe nur mal, jetzt kommen bald ein paar Hexen. Ja, die Sonne ist auf jeden Fall am Untergehen. Schon mal gut. So, und hier wachsen sogar noch Pilze. So, dann machen wir uns mal ganz fix einen Ofen hier.
Wohin tun wir den mal? Hier hin, würde ich sagen. Was wollte ich jetzt braten? Ach so. Na, das Eisenerz könnte man auch mal braten. Da könnte ich das zumindest decken. 45, 48. Na gut, nehmen wir mal 6 Kohle. So. Haben wir erstmal ein bisschen zu tun. Und ich müsste jetzt mal schon ein bisschen mich um die Hexen kümmern, die ja gleich spawnen. Eier haben wir 5. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Aber wir haben ja noch eine Eisenspitzhacke aus dem Dorf. Hm. Die hätte ich jetzt natürlich auch mitnehmen können. Den Pfeil, den einen, das lohnt sich eigentlich kaum. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kartoffeln. Hm. Ich denke mal, ich nehme noch mal die 5 Kohle hier raus. Und wir warten dann mal, bis das Eisen jetzt noch fertig ist. Zumindest die 4 oder so, die da noch drin sind. Und ich hoffe, hier kommt jetzt keine Hexe. Ich will mal ein paar Kartoffeln braten schon. Wir haben jetzt 30. Mensch. Oder wir essen einfach hier Rindfleisch, aber das will ich mir eigentlich auch mit nach Hause nehmen. Das will ich erstmal sammeln. Das können wir dann später essen, wenn wir mal auf so eine Monsterjagd gehen nachts oder so. Haben wir jetzt mal was? Ach Mensch, immer noch nicht. Naja, wann kommt denn die Hexe jetzt? So, haben wir 11 Eisenbahnen und ich würde sagen, ach komm, Kartoffeln machen wir nicht. Ich brauche jetzt mal einen, ach Mensch, wo haben wir mal was? Eine Spitzhacke. Ach, dann lasse ich den Ofen hier, das ist dann auch egal. Wieso ist hier noch ein Pilz? Wie viele Pilze kommen hier noch? Hm. So, ich will aber eigentlich nicht von Wurftränken attackiert werden. Pflanze mal den Pilz, geht das? Ne, auf Sand. Müssen wir schon mal hier, geht das? Und da. So, dann warten wir einfach mal jetzt ab. Oh, ich brauche was zu essen unbedingt. Ich nehme mal das Rindfleisch jetzt. Das hat dann immer noch den besten Nährwert, auch wenn es roh ist. Hm. Nehmen wir noch mal ein paar Karotten. Haben wir E50, komm. So. Kommt jetzt mal was? Ach ja, Slimes kommen jetzt auch. Oder Schleim. Oder Würfel. Zumindest die in der... in Nether, die heißen so, die heißen dann Magma-Würfel. Die hier könnte man auch Würfel nennen, aber... Hm. Kommt jetzt hier mal was? Die Seite eines Seerosenblattes, die ist jetzt so klein. Da kann man bestimmt sein Fadenkreuz kaum drauf halten. Kannst ja mal versuchen. Mit Optifine geht das bestimmt. Hm. Ach ja. Hier, jetzt haben wir... Jetzt waren wir auf der Seite. Hä, wie geht denn das? Wachsen die? Kann man die pflanzen? Ja, mal cool. So, also könnten wir jetzt hier einen Cobblestone anbringen an der Seite. Oder sagen wir mal hier. So. Naja, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe eigentlich... Ach so, wir haben ja nur noch die Spitzhacke hier. Hm. Haben wir jetzt mal ein Viech hier. Das sah, glaube ich, gerade so aus, ein bisschen. Ich habe auch noch nie eine Hexe gesehen in echt. Also ich habe sie nur mal in Dings gesehen. In der Kreativwelt natürlich. Scheint irgendwie nicht zu klappen. Ach, einen haben wir noch frei. Hm. Und eine Fackel haben wir noch. Lohnt sich ja. Spawnt die jetzt mal, die olle Hexe. Oder wollen, müssen wir erst hier das noch wegmachen? Ich kann sowieso nicht verstehen, woher wissen die, dass die genau hier spawnen sollen. Wenn man dann im Haus was verändert, zum Beispiel so Cobblestones dran macht, dann spawnen die wohl nicht mehr. Hm. Ich könnte jetzt den Kessel mitnehmen. Mach ich aber nicht. Lass ihn einfach mal hier stehen.
Eimer haben wir jetzt auch nicht mit. Kann ich mir craften, ist alles möglich, aber pff. Gut, es wird wohl erstmal nichts mit der Sumpfhütte und das nehme ich mir einfach mal den Zombie mit und den einen Flint, komm, den brauchen wir eigentlich auch nicht, den werfe ich dann weg, wenn ich Platzängste kriege im Inventar. So, ach. Dich habe ich schon gesehen, schon lange. Die Knochen kann man nicht mehr aufnehmen. Das ist schlecht. Deswegen werf jetzt den euren Feuerstein weg. Beziehungsweise den Flint. So, da nehmen wir erstmal die da mit. Vielleicht sehen wir im Laufe der Nacht noch was. Also an Hexen. So, der Creeper ist gerade noch so nicht in unserer Reichweite. So, und jetzt müssen wir auch endlich keine Zombies mehr jagen. Noch zumindest nicht mehr brauchen wir jetzt diese einen Kartoffeln, die wir eh nie kriegen. Mist, ich habe kein Schwert mehr. Wir haben 4 Pfeile noch. Hätte ich mir aber gerne für die Creeper aufgehoben. Da gehen wir mal hier hoch. Na ihr. Ihr dumm. So, nehmen wir mal den mit. Du kommst doch eh nicht hierher. Bist doch viel zu dumm. Noch keine Pfeile mehr. Ich hoffe, man hört die Maus jetzt hier nicht so sehr. Ich kann das ja immer nicht nachvollziehen. So, der ist schon mal besiegt. Ach, noch mehr Kühe. Da sind wir gerade hier gespawnt. Aber eigentlich ist ja heutzutage sehr, sehr selten, dass Tiere mal spawnen. Weil die ja auch nicht mal respawnen. Und es ginge das ja gar nicht mit unserer Weizendings. Dürfte also erst seit Vollversion 1.0 sein. Na gut, die zwei lassen wir mal leben. Auch wenn der eine schon so geschwächt ist, dass er bald nicht mehr kann, aber egal. So, hat er von alleine weiter gegessen. Geht ja seit der 1.3. So, da gucken wir nochmal in unsere Sumpfhütte, was sich da so getan hat. Und ich hoffe nicht, dass da jetzt eine Hexe ist, weil... Na gut, wir wollen ja eigentlich, dass da eine Hexe ist, aber wir haben kein Schwert. Und das können wir uns da auch nicht craften, wenn die Hexe uns gerade da beschießt mit ihren Wurftränken. Mal sehen. Der Mond sieht gut aus, ja? Kann man ja fast schon die Landestation sehen, von wo sie damals dahin geflogen sind. Und hier ist immer noch kein Dings, keine Hexe. Ich denke mal, es wird auch nicht mehr passieren. So, jetzt haben wir noch einen Pflasterstein. Das lohnt sich ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir einen zweiten herkriegen wollen. Oh, ich nehme auch noch einfach mal so hier. Haben wir das wenigstens nicht mehr. So, aber jetzt haben wir die ganze Zeit hier erkundet und Monster gejagt und haben gar nicht darauf geachtet, dass wir eigentlich nach Hause wollten. Und jetzt, wo die Sonne aufgeht am Morgen, können wir das eigentlich mal antreten. Ich habe ja auch schon letztens erwähnt, mich würde mal sehr interessieren, was dann passiert, wenn wir durch das Portal gehen in unserer Heimat. Gibt's mir eine Eisenschaufel? Nee, mal wieder nicht. Oh, die ganzen Hühner. Das gibt's ja nicht. Will ich ja fast auf Peaceful gehen. Ach so, einer bin ich ja nicht.
So, und jetzt gehe ich, glaube ich, auch auf friedlich. Damit ich hier die Eier einsammeln kann. Die braucht man nämlich. So. Du noch. Und du noch. Und den Rest lass mal leben, bis auf die da oben. Und du noch. So, und jetzt ist Schluss. Dich lass mal auch leben, du hast mir schon ein schönes Ei gelegt. Mensch, die legen alle Eier hier, warum das? Am Anfang findet man mal keine Eier und dann irgendwann machen sie das nur noch. Guck mal, jetzt haben wir schon 16 Stück, jetzt weiß ich gar nicht mehr wohin damit. Na, dich nehmen wir auch noch, komm. Ich brauche was zu essen, für später auch. So, jetzt wird es natürlich alles ein bisschen länger dauern. Ach hier, unsere gefärbten Schafe. Weil wir haben ja kein Boot mehr. Müssen wir mal gucken. So.